Sei kein Gino, einfach liken und followen, das hilft uns weiter. Dankeschön. Eben gerade habe ich auf Twitter gesehen, einen sehr, sehr witzigen Post. Gründe für Welthunger. Und dann sieht man einfach mich, wie ich einfach von einem Riesenberg Nudeln stehe. Aber ich glaube, das ist gefotoshoppt. Ich glaube, der Berg war gar nicht so groß. Ich glaube, das Bild ist gefotoshoppt. Aber das könnt ihr euch mal angucken auf Twitter. Gründe für Welthunger. Das ist echt witzig. Das ist sehr, sehr witzig. Wenig getrunken heute. Ich muss ein bisschen was nachholen. Oh, eine Naht. Naht hier, aber ist hier ein bisschen unsauber. Oh. Safe Photoshop. Glaube ich auch, Leon. ESNBRG. Muss mal kurz ein bisschen chillen und trinken, okay? Schöner, lauer Sommerabend heute übrigens. Richtig schöner, lauer Sommerabend. Und ihr genießt es mit mir zusammen. Detroit, im schönen Spiel, zum Zurücklehnen. Esst vielleicht nochmal eine Runde Pizza oder Chips oder was habt ihr am Start? Und das war erst die Vorspeise. Ja. Ah, 500 Gramm Nudeln zum Beispiel auch. Oh, Erdbeeren vom Garten. Geil. Geflügel und Salat, Leon. Leon, du willst ja ein bisschen abnehmen, ne? Kommst du damit voran? Erdbeeren, ja. Also ich zieh mir Gino rein. Oh. Nice. Schön, so ein Gino am Freitagabend, der kann einen wirklich umhauen. Scheiße, es gibt noch Pizza. Das ist unsere Zukunft. Androiden, die alle aussehen wie Gino. Momentan stagniert etwas, okay? Das läuft ja eh nicht linear. Das ist ja eh wellenförmig. Was ist da Schönes drin? Wasser, Whisky oder Tee? Hier ist Wasser drin. Da ist immer Wasser drin. Hier ist immer Wasser drin. Whisky gibt es vielleicht nachher, wenn ich zu Hause bin. Oh, das werde ich mir, glaube ich, gönnen. Nachher, wann bin ich zu Hause? Um 1 oder so. Dann schön nochmal Balkon setzen, Whisky mir machen, schöne Musik hören, oh, schön entspannen. Oder Rotwein. Nice. Ein paar Sprachnachrichten verschicken. Das ist ein geiler Freitagabend. Und vorher aber noch schön mit euch hier zocken. Ich mag Krafttraining nicht so. Ich mache lieber Körpergewichtsübungen. Körpergewichtsübungen können ja auch Krafttraining sein. Aber ich weiß, was du meinst, Leon. Genau, Fitnessstudio nicht so. Genau, I know. Yep. Besoffene Sprachen? Nee, nicht besoffene Sprachnachrichten. Matteo schöne Bilder schicken. Nur wenn ich gerade welche gemacht habe. Nee, heute Abend schicke ich Matteo keine. Vielleicht schicke ich mal eine Sprachnachricht. Warum Krafttraining, wenn man den ganzen Tag 10 Kilo zu viel rumträgt? Hast du auch wieder recht. Oh, ich habe letztens Matteo wirklich ein Bild geschickt von mir, wie ich von meinem Popo. Das war krass. Aber hat ihm gefallen. Hat ihm gefallen. Ich hab gekleckert. Okay, ein Stück noch. Und dann geht's weiter. Okay? Oh, geil. Zurücklehnen. PC 2 mit Cam. HDMI 2, Controller in die Hand.
und fortsetzen. Leon zieht gerade neu. Plastic with you? Only temporary. Hey, Hank. How you doing, man? Yeah, sick. Ah, chicken dinner gibt's da hinten. Listen, I got a shit hot tip for you. Number 5 in the third. Lickety split. That Philly's one hell of a chaser. You want to flutter? Last shit hot tip you gave me sent me back a week's wages, man. Come on, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. Ab da, Pedro. Pedro? Das ist Pedro? Arbeitslos, passt. Illegales Glücksspiel, Betrug, das passt. Das ist Pedro. Holy fuck. All right, I'm in. Damn straight. Der war doch in Frankfurt sonst immer, ne? Hey, you won't regret this. What is your problem? Twitch police. Won't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Scheint wohl, er kommt zu seiner Zukunft. Ja, stimmt. You've even got a brown nose and apology program. As if Cyberlife thought everything, huh? Here you go. Oh, 1680 Kalorien? Das kann nicht sein. Das ist ja Bullshit. Was soll das denn? Kohlenhydrate 53 Gramm. Mal 4, 200. Und Fett mal 9. Da, hä? Wieso sind das denn 1680 Kalorien? Klar, Eiweiß da noch, aber Eiweiß sind noch, keine Ahnung, was, 200 Gramm Beef? Vielleicht 50 Gramm Eiweiß. Das sind nochmal 200 Kalorien. Was soll das? Das ist Lügen. Lügen, Detroit. Was soll denn das? Das kann niemals 1700 Kalorien. Das ist, wenn überhaupt, die Hälfte. Wenn überhaupt die Hälfte. Genau. Ah, Lügen-Game. Ich glaub nie wieder an die Analyse hier. Don't leave that thing here. Oh, not a chance. Follows me everywhere. Anti-Burger-Mafia, ja. 1086 Kalorien. See? Ja, okay, selbst mit dem Shake. Nee, das ist ein Shake, selbst mit dem. Cholesterin, Bullshit. Die Ernährung hat nichts. Das zugeführte Cholesterin hat nichts mit dem. Oh, fuck. Enjoy your meal. Scheiße, ich konnte nichts auswählen. Doch hier. Kostenlose Mahlzeit. Glücksspiel, komm. This Pedro, he was proposing illegal gambling. Am I right? Yeah. And you made a bet? Yeah. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Why do you hate androids so much? I have my reasons. Wahrscheinlich ist seine Tochter verstorben, weil er... Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well, yeah. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior.
Okay. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. You ever dealt with deviants before? A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me? I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years, and you spend a lot of time in bars. Yeah. So what's your conclusion? Bestimmt Tochter verstorben oder so. I think working with an officer with personal issues is an added challenge. But adapting to human unpredictability is one of my features. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. We should go have a look. Okay. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. Connor, you ran out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. Well, do you plan on staying in the elevator? No. I'm coming. Okay, neue Befragung. Hey, what do we know about this guy? Hoffe, ich werde ihn wieder sterben. Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Oh, Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Anybody home? Open up, Detroit Police! Okay. Der versucht jemand ab. So, home. Wieso ist denn überall dieses Red Eyes Epidemie? Okay. Betäubungsmittel. Das sind Betäubungsmittel, okay. Zeichen, alles klar. What is this? Ugh, Jesus, this place stinks. Okay. Well, looks like we came for nothing. Our man's gone. Alter, ich hatte mal zwei Tauben im Schlafzimmer hier. So ein Schiss. So ein Schiss. Die Urban Farms Detroit. Wird sich bewegt, das heißt dahinter ist was. Oder? Ugh.
I need some fresh air. Found something? I don't know. It looks like a notebook, but it's indecipherable. Kühlschrank, mal gucken. Was sollen diese Tauben an? Gino, du bist doch Taubenkönig. Ja, jetzt ja. Aber davor hatte ich richtig Schiss. Ich musste ja wie Batman durch die Höhle, ey. Das meine eigene Ängste überwinden. Und dann wurde ich zum Taubenkönig. Guck mal, das ist auch ein Anhänger von der neuen. Von der Rebellion. Any idea what it means? RA9. Written 2471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Looks like mazes or something. Mal gerannt. Ah, okay. Ist er umgekippt oder was? Achso, er hat geschrieben und dann hat er was gehört. Boom, ist er umgekippt und dann ist er uns mal gerannt. Okay. Was hat er gehört? Ah, Jesus, I hate these things! Yay. Da alles im Mund, ey. Und er ist natürlich entfernt. War klar. Aber jetzt wissen wir noch bestimmt, wer das ist, oder nicht? Its LED is in the sink. Not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. Real books. Thought I was the last guy in Detroit to keep some. Electronic books, you can't smell the paper. See the pages turn it yellow. You have no idea what I'm talking. RT. Probably initials. You put his initials in his jacket? That's something your mom does when you're in first grade. Fake ID. The driver's license is fake. Cool. At least we didn't come for nothing. Gefallen oder was hat er da gemacht? Er hat es abgerissen wahrscheinlich, ne? Okay. Da. Ach so, er kam ins Wohnzimmer gerannt. Okay. Verdächtiger gehört, wie reinkommen sind. Ach, Polizei ist reinkommen oder wer ist da reinkommen? Oder die, ach, die gerade eben. Alles klar. Verdächtiger hoch. Okay, er kam also aus der Küche gerannt oder wo, aus dem Badezimmer gerannt. Hat das Ding umgeschmissen. Dort umgefallen und ist dann dort hoch. Und dann ist er noch da oben.
Goddamn fucking pigeons! What are you waiting for? Chase it! Okay. Alter. Schnell, aber riskant, alles klar. Fahrt unser Umweg, schnell, aber riskant. Direkt, aber gefahrloser Umweg. Ja, gefahrloser Umweg. Ja, wo ist er? Ach da. Schnell, aber riskant. Alter! Ja. Fuck! Chance überleben? Know what they'll do to me if you turn me in. Model 874004961. Serious malfunctions have been detected in your software, including class 4 errors. You've been deemed defective and will be sent back to CyberLife for deactivation. Easy. Don't you fucking move. You bastard. You saw I was gonna fall and you'd rather let me die than fail your fucking mission! I had to make a choice. It seemed to me... What am I to you? A statistic? A zero? A one in your fucking program? Huh? Is that how you see humans, you bastard? Jesus. I understand you're upset. Perhaps I didn't assess the Fuck situation... Fuck you and your fucking assessment! Du Mieses. Come here. Überlebenschance von 89%, natürlich nehme ich dann ihn auf. Doing this? All right. You're one of us. Shut up! Helping humans. But you're just their slave. I said, shut up! Gino hat alles richtig gemacht. Danke, Fockers. Immer in einer hinter mir. Come along. 89% über das Vieh. Alright, nice. Save me. Hey, what oh, fuck. Oh, man. Holy shit. Sterben ja alle unter der Nase weg. Schämlich, Gino, man lässt jemanden hängen. Fucking Androids. Aber der heißt auch Hank. Der hatte Bock, einfach rumzuhängen. Der hätte so oder so gemeckert. Immerhin habe ich ihn gecatcht. So. Rupert hat Selbstmord begangen. Bei wem ist es noch passiert? Bei 20%? Guck mal.
Guck mal, die meisten haben tatsächlich, die meisten haben Hank geholfen. 80%. Okay, jetzt haben wir natürlich kein geiles Standing mehr bei Hank, ne? Das war... Oh, das hier unten ist komplett schlecht, oder was? Oh Mann. Hättest du bei Real Life 11% auch nicht geholfen? Nee. Über 50% würde ich natürlich nicht helfen. Das ist mir hoch genug. Fugitives. Just like you. My name is Josh. I'm Simon. North. This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. And hiding just to stay alive, that's freedom to you? Humans hate us. Hiding is the only way we can survive. There is no safe place for those like us. If humans knew we were here, they'd kill us. I don't understand. I thought Jericho was a place where androids lived in freedom. We do live in freedom. It may not be what you hoped for, but here we have no master. We don't belong to anybody. I understand how you feel, but we have more freedom here than you ever did. Humans were your masters, and now it's fear that rules you. You're no freer than you ever were. You've only found a new master. You're lost, just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. You're safe here. You can stay with us as long as you want. Ist nicht mehr synchron? Go and see Lucy. She might be able to help you. Ich kann gleich OBS nochmal neu starten. Mach das mal eben, ne? Ich starte mal kurz OBS neu, wenn es nicht mehr synchron ist. Hipsa! Das ist doch synchron. Ist egal. Das wäre auch in der Stunde halt asynchron gewesen. Ist egal. Neustarten ist ja okay. Das dauert ja nicht lang. Geile Zuflucht hier. Ich muss mal überall mal Feuer machen. Ja. Do you know what happens after death? Ist nicht mehr singen, Kappa. No. No, I don't. Well, I'm about to find out. What's your name? Marcus. I was glad to meet you, Marcus. Und RIP. Akku alle.
Hä? Wo ist denn das? Ach, da. Oh, ist das ein Kind? They threw him out when they didn't want him anymore. He was living on the streets before we brought him here. They'll all shut down if we don't find a way to help them. To help them, we need blue blood and biocomponents. We salvage what we can from those who shut down. But there's never enough. So, how do they survive? They won't. We're slowly dying out. How long have you been here? 4 weeks, 3 days, 11 hours. When I escaped, there was nowhere else to go. Jericho seemed as good a place as any. Aber ey, Freiheit. Ja, das so these guys need spare parts part, and blue blood. Why hasn't anybody gone to get that? It's not that simple. Can't just go shopping at a CyberLife store. Anyway, nobody wants to risk leaving Jericho. What was your function before coming here? What do you care? If you came here for comfort, you came to the wrong place. Schade, das war wohl die falsche Frage. Sie war eine Piep, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich glaube das wirklich. Sie war eine Piep. West Torres Avenue, Detroit. Okay. Verstehe ich nicht, Gina, erklär mal. Ich glaube, sie hat an der Kasse gearbeitet. Und das ist in der Zukunft so ein schlimmer Job, das kann man davon nicht mehr aussprechen. Ach so, daher das Piep. Genau. Okay. Jericho habe ich genug erkundet. Jetzt soll ich Lucy finden. Kann ich da... Ne, da kann ich nicht hochgehen, ne? Bei ihr? Lucy, Lou. Da ist Lucy. Nee, das ist ein Typ. Not in very good shape, am I? Das ist 24 Roboter. My diagnostic program isn't working. Nice. I don't think it would have anything good to say anyway. What happened to you? Tied me to the back of a car. I think they wanted to have fun. I don't want to shut down.
I don't want to shut down. Da ist Lucy. Are you Lucy? Krass. Sit down. Show me. Show me what you got. I'll stop the bleeding. Get a 50, yeah. Bloß nicht auf den Kopf anspringen, ja. Drink this. Oh, blaues Blut. Ach, das müssen die trinken? Okay. Fine by me. Powerade. Gatorade ist es. Give me your hand. Gatorade, ja. Gibt's das noch? Powerade ist ja das europäische oder so, ne? Gatorade ist das Original. You had it all. And you lost it all. Trinken das Leute noch? You've seen hell and now hell lives in you. Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light. Which will prevail? Your choices will shape our destiny. Orakel, ja. Hank. Wieso heißt der denn auch Hank? Nee, das ist nicht Hank, das ist der andere. Wo ist denn Hanky? Simon. Simon? Der Hank. I know where we can find spare parts. Cyberlife Warehouse is in Detroit Harbor. They have everything. Wieder eine deutsche Sprachausgabe, ja. The docks are guarded. Was will er mit Hank? Was auch nicht. Walk in there and take what we ich hab want. Hank gelesen. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Maybe it's worth a try. Hat Gino sich den gesamten Nudelberg auf einmal reingezogen. Das war nicht so viel. Der Teller ist klein, Nudeln sind dünn. Der Teller ist klein, Nudeln sind dünn. Das sah nur viel aus. Der war nicht so groß, der Nudelberg. You gonna be okay? We'll get some help here. Soon this will all be just a bad memory. This is the place.
Okay, das hat uns der Android vorhin ja noch übermittelt, dass wir da hin müssen. Rudelberg war auch innen hohl, ja. Are you Zlatko? Zlatko? Who's asking? I was told you could help us. Bist mein großer Bruder. I don't know who told you that. You came to the wrong place. Oh, I'm sorry. Bruder. Wait. Und das Freund des Lebens. We really need your help. Du bist immer für mich da. Come in. Egal was auch passiert, bist mein großer Bruder und du bist immer bei mir. Come on in. Don't be shy. Das sieht aus wie bei Layers of Fear. So ein bisschen, so ein ganz klein bisschen. Luther, war da ein Strauß? Would you be so kind as war to take these Strauß? Ladies' coats? Oh, don't be afraid of our big friend here. Holy. Luther is just another android that I helped. He keeps me company in this big, empty old house. Alter, Tier. Please, make yourselves at home. Vielleicht sollst du ein bisschen putzen gehen, aber. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. I see. Ist immer noch so warm hier, ey. Sieht gleich meine Hose aus, glaube ich. Devian, huh? What about her? Human. And you want to find a safe place. Der ist mir auch nicht somewhere ganz geheuer. You can start a new life. Ehrlich gesagt. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, open spaces, clean air, and no android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's exactly what we want. Of course. Well, I can help you. But first, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. Come on. Follow me. Lüge! Oh, Mann! Wieso ist das jetzt so ein Penner? The little one can wait for us in the living room. No, she always stays with me. Oh, fuck. Of course. Fuck. Right this way. Everything we need is in the basement. Ist klar. Nee, kann ich jetzt abhauen? Hau einfach ab. Kann ich abhauen? Kann ich hier eine Waffe finden oder so? Nichts kann ich finden. Kann ich nicht den Kühl mitnehmen oder so? Oh Mann. Die will da nicht runter. Das ist ein fucking Strauß. Ein Strauß oder Giraffe, Chat? Giraffe, ne? Giraffe ist cooler. Giraffe, Krokodil, Giraffe. Eindeutig Frosch. I don't like this place. Ja, ich auch and nicht. That man. Ich auch nicht. Let's go, I have a bad feeling.
I know. I don't trust him either. We have to be careful. Please excuse the mess. I needed somewhere discreet for my machines. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. I hope the little one isn't too scared. No. No, she'll be all right. That's good. Fuck. Mit, bleibst du da? Come on, Alice. Fuck. This way, please. Wieso muss ich denn da hin? Oh nein. Was ist los mit dir? Bleibst du da? If you could just stand over there. Okay. Das ist doch der. Das ist der Typ, ne? Das ist der Typ. Er hat ihn erschaffen. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen vorher? Wie ich hier bin. I should warn you, this could be quite unpleasant. You know what's strange? For some unknown reason, the trackers seem to stop working in Deviance. That's why it's so hard to find them. So, actually, there's no reason to remove your tracker. What? But you said that... Yeah, people believe what they want. You deviants are so naive. They all come to me expecting me to help them. And I just reset them. Sell them off. Or I keep them for my little experiments. No! I don't want to be reset! Let me go! Ah! Oh, I forgot about the child. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! Wow. A deviant that wants to be a mother. That's so sweet. And so deluded. I think it's time we put you out of your misery. Du mieser Kleiner. Will ich irgendwas machen? Will ich irgendwas machen? That's what you get for having a dream. It always ends up the same way. Tears and disillusionment. Believe me, you're better off being erased and feeling nothing. Fuck. No more pain. No more hopes dashed. Almost empty. Ich versuch was zu machen. Kara! Oh, poor little Alice. Oh, looks like Mommy doesn't remember you at all, huh? Looks like Mommy's completely forgotten you. Carl, what happened to you? Oh, all right, that's enough. Come on. You bit me. I'm gonna teach you some manners, you little bitch. Carl, wake up, Carl! Ich versuch. Hey, du bist so einer von uns. Meet me in the living room. Du bist einer von uns. Hilf mir!
Fuck. Was? Ich hab keine Zeit. Okay. Die denken, ich bin jetzt resettet. Aber ich bin... war hier schon repariert. Yes! Wir haben es geschafft! Saved, Chat! So, bevor die das finden... Oh, ich will eine Waffe haben oder so. Gibt's das hier? Nee, okay. Danke, Chat. Können wir den befreien? Da haben wir mehr Verbündete. Help us. Ja, mach ich. Kann ich hier keine Waffe oder sowas finden? Mann. Ah, war wichtig. Luther! Yes, Locke. I should be done here in 10 minutes or so. Have a look at the little one, see what I can do with it. Understood, Locke. I'll bring you the little one in 10 minutes. 10 Minuten. Boah, fuck, ist das spannend. Ich muss also einen Schlüssel finden oder sowas, ne? Ja, achso, eine Alice muss ich finden. Aber ich muss dann auch irgendwie fliehen. Oben, okay. Die wird oben sein. Okay. Okay. Hier ist Alice nicht safe. Oder? Zu einer Tür. Go. What are you doing here? Has the master authorized you to be here? Presse.
You must always obey the master. Oh, yes, you must always obey. What are you doing? You're not gonna hurt me. No. No. No, you wouldn't do that. I'm looking for a little girl. Have you seen her? A little girl? No, no, no. I haven't seen her. No. No, of course not. Er macht nichts oder was? Ach, er ist abgeschaltet. Oh Gott, ich dachte, die rennen in seine Arme, ey. Oh, wo ist sie? Wo ist das denn? Egal. Alles klar. Alice. Car. Car, you remember me. How could I forget you? I'm so sorry. You were right. We never should have come. We have to go. Follow me and don't make any noise, okay? Finished here. Go fetch the little one. Uh-oh. Right away, Zako. Okay. Hier im Schrank versteckt. Zako! What? The little one is gone! Well, I can't have just disappeared. Gotta be here somewhere. What are you waiting for? Go look. Fuck, 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 fuck. Ist er jetzt hier drin? Eine Minute! Okay, durch das andere Zimmer. Aber wehe, der macht Alarm. Shit. Where are they? Luther! Find them, for fuck's sake! Steck dich. Ich hab nur noch 17 Sekunden. Alter Gott, ist das spannend, ey. Okay. Hallo? Fucking android. I should have taken it apart the minute I set eyes on it. This? Nothing.
trouble. Ist er rausgegangen? Fuck, 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 fuck. Ey, ich schwitz. I know you're there, you sneaky bitch. Show yourself. Get a flashlight. There's one on the table. Voll auffällig. Come on, show yourself. Look, I'm not gonna hurt you. I only want to talk with you. I know I shouldn't have erased your memory, okay? I regret that now. And just come on out and everything will be all right. I'll help you. Think about that little girl, how scared she must be. Just be reasonable. Come out. Oh, das war nicht what are you waiting for? Go and get them. Der schießt weg. Die Tür war zu, deswegen muss ich hinter der Tür gehen. Alter, wie langsam er geht. Alice! Fuck, Alice, konzentrier dich! Go, Alice! No! I won't leave! Go! Run as fast as you can! I warned you! Dreams always end in tears. You should have listened to me. Wird sich, what are you doing? Get out of my way. No. Not this time. I said get out of my way or I'll shoot right through you. How dare you? Yes! How dare you? Hup mal auf Stand. What are you doing? Who let you out? Get away from me! Get away from me! Obey me! I'm your master! I'm your master! Wisst ihr, an was mich das erinnert? An Toy Story. An den bösen Nachbarn. Nachbarsjungen, der die Puppen alle so deformiert hat und die sich dann am Ende auflehnen. I didn't want to hurt you. Toy Story ist wirklich so. Me to obey him. Toy Story 2 oder so, oder? When I saw the little one risk her life to save you. Ja, Mann. Sehr gut. It was like opening my eyes for the first time. Finally I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. But I know someone who could help you across the border. I could take you there. I could protect you. You and the little one. All right. I trust you. I was so scared of losing you. Schön. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Chat. Viele Punkte. Alles richtig gemacht. Oh, gut, dass ich vorher die
Eingangstür gecheckt habe, zufällig, weil ich nur dann natürlich wusste, dass sie zu ist und ich die nicht öffnen kann. Monster befreien, ja, das hat auch jeder gemacht. Durch das Haus schleichen, was wäre denn hier passiert? Was wäre hier passiert, wenn wir nicht durch das Haus geschlichen wären? Durch das Haus schleichen. Das ist ja komplett hier, das hier. Warte, wieso habe ich diesen Strang komplett? Nicht vom Reset entkommen. Ach so. Ach so, okay. Aber dass dann noch so viel passiert, guck mal. Man kann dann ja trotzdem durch das Haus, guck mal. Man kann ja hier hin und dann nochmal nach Alice suchen. Alice gefunden, hat auch natürlich auch jeder. Schrank verstecken. Gut, das sind auch nur die Versteckmöglichkeiten. Satko kommt näher, 10%. Versteckt, verlassen, 4% nur. Aber hier, Kara erreicht die Treppe, natürlich hat auch fast jeder geschafft. Oh, das sind bestimmt böse Enten hier. Uiuiui. Slatko holt auf, bla. Okay. Cool, sehr schön, sehr schön. Krass, was da alles geht. Ja, das ist schon echt nice. Man kann, glaube ich, die Kapitel vom Hauptmenü aus einfach neu spielen. Oder erst, wenn man das Spiel durch hat. Weiß ich jetzt nicht. So, Reporting. Aber das ist nur in meinem Kopf, ne? Das ist nur die Cloud. Wie hieß die nochmal? Amanda? Amanda, you here? Ja, die heißt auch Amanda. Ach, dahin. Ja, man kann irgendwie von einem Knotenpunkt neu starten, okay. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Da kann man mal jede Story, jeden Strang mitnehmen. Ich dachte gerade, da fehlen Texturen. Ich glaube, das ist nur die Cloud oder so. Hello, Amanda. Connor, I've been expecting you. Would you mind a little walk? Congratulations, Connor. You managed to find that deviant. Tell me, what did you learn? The walls of the apartment were covered with drawings of labyrinths and other symbols. Like the other deviants, it seemed obsessed with RA9. What else? It was fascinated by birds. We've seen deviants interested in other life forms, like insects or pets. But nothing like this. You came very close to capturing that deviant. It's a pity you let him self-destruct. Ja, was kann ich denn dafür? I made a mistake. It said RA9 saved me before it jumped from the roof. I should have anticipated what it would do. How is your relationship with Lieutenant developing? It's improving. I'm coming to know him better, and he's growing accustomed to my presence. We don't have much time. Deviancy continues to spread. It's only a matter of time before the media finds out about it. We need to stop this. Whatever it takes. I will solve this investigation, Amanda. I won't disappoint you. A new case just came in. Find Anderson and investigate it. Hey, die ist ganz schön miesepetrig, oder? Until Dawn.
durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden? Die soll doch irgendwie um die 20 sein oder so. Lieutenant Anderson! Anybody home? Das ist die Klingel. Zumindest laut 4 Angaben auf How Long to Beat. Okay. Die aggressivste Klingel der Welt. Holy fuck, wenn ich diese Klingel hätte. Den habe ich auch, den Kugelgrill. Den gibt es in 30 Jahren wohl immer noch. Wo bist du denn? Ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Alter! Was war das denn? Easy, dog. I'm not gonna hurt you. I'm here to save your owner. Dicker Benazin. Nee, Bernardina, ne? Oder ist das gleiche? Er hat nur gesoffen. Ja, aber trotzdem kann er die Zunge festhängen und er kann ersticken. Spuren von Alkohol, schottischen Whisky. Black Lamb. Oh. Lieutenant. Gute Vergiftung. Was soll der mit dem Revolver? Wake up, Lieutenant. It's me, Connor. I'm going to sober you up for your own safety. Hey! I have to warn you. Leave me alone, this may be unpleasant. Fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry, Lieutenant, but I need you. Thank you in advance for your cooperation. We get the fuck out of here! Shilo! Attack! Good job. Attack! Guy, you would also come down, man. Fuck, I think I'm gonna be sick. I'm gonna be sick, wurde übersetzt, wenn ich was konnte. So stelle ich mir jeden Alkoholisierten vor. Ah, leave me alone, you asshole. Das ist der Alkoholtrinker. 80% aller Leute. Besoffene vielleicht, ein hart Besoffene. What the hell are you doing? I don't want a bath. Thank you. Sorry, Lieutenant. It's for your own good. Geil, erstmal schön warten. Ah! Ah! Turn it off! Turn it off! Ah! Wie gut ist das denn, ey? What the fuck are you doing here? A homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking android. Can't you just leave me alone? You seem to have personal issues. You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here!
I understand. It probably wasn't interesting anyway. A man found dead in a sex club downtown? Yes! Guess they'll have to solve the case. I'm down for it! It wouldn't do me any harm to get some air. There's some clothes in the bedroom there. Ich hol schon mal die Fuffis. I'll go get them. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah. That's what I'm talking about. Okay, Klamotten aus dem Schrank. What do you want to wear? Was willst du, Niklas? Hippie, gestreift oder streifig? Was? Wieso hat er nur so komische Klamotten? Ich nehme für den Sexclub nehme ich gestreift. Hippie, streifig, ich nehme gestreift. Gestreift ist das Beste. Hippie brauchen wir nicht. Streifig brauchen wir auch nicht. Was für ein Geist streifig, gute Frage. You are right, Lieutenant. Yeah, yeah. Wonderful. Just give me 5 minutes, okay? Sure. Hey, ruf nach Kurt. Kurt! Kurt! She demanded that all Russian troops withdraw from the Arctic region immediately. Kremlin has yet to respond, but this is clearly a new escalation in the conflict. Many experts are suggesting the second world war draws closer every day. Der Gott streifig. Oh, Chat, ey, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Ich sehe, wie sind die... Die Antworten hier, das ist so witzig. Mir ist auch so warm hier. Oh, ich ziehe echt gleich meine Hose aus. Alter, es wird ja gefühlt immer wärmer. Ich dachte, es wird kühler im Abend. Oh. Der ruft Connor. Das Oberteil reicht mir. Hä, hey, reiß mal Fenster auf, Junge. Die sind auf. Ich hab sogar den Ventilator da hinten an. Aber vielleicht soll die den mal anmachen. Oh, Alter. 12 Grad heute, Chat. Ja, jetzt wird heute Nacht keine Panik. Ja, aber hier drin ist es so warm. Hank liebt Jazz, okay. Ich wollte eigentlich an den Rechner gehen. Da mal gucken. Revolver, warum der den in der Hand hatte, das weiß ich auch nicht. Das ist der Burger, Toast, okay. Ähnlich sieht es bei mir auch aus. In der Küche. Oh, das ist der Sohn. Und ich wette, der Sohn ist gestorben, weil der Androide ihn nicht gerettet hat oder sowas. Das ist genau wie bei iRobot. Genau wie bei iRobot. Ja, yeah, iRobot all over again. Ja, ist echt so. Mann, ich will da ne Revolver. Okay. What were you doing with the gun? Russian roulette. Wanted to see how long I could last. Must have collapsed before I found out. You were lucky. The next shot would have killed you. Be a good dog, Sumo. I won't be long. Oh, so ein dicker Bernardina. Oh, ich will auch so einen. Ein Kuschelhund.
Ja, alles gemacht, ne? Guck mal, nur 20% haben das gestreifte Shirt genommen. Wie kann das dann angehen? Was haben die anderen 2% genommen? 20%, 39, 39. Was haben die anderen 2% genommen? Oder wurde es abgerundet, aufgerundet? Aber dann fehlt doch nur 1% und nicht 2, oder? Na gut, hier war nicht so. Ich werd mal einen Ventilator hinten anmachen. Das ist mir echt ein bisschen zu... Ist mir echt ein bisschen zu warm. Ey, oder ich ziehe gleich die Hose aus? Nee. So, mal kurz den Ventilator, please. Die sind auch so geil. Die sind so schön. Geile Edelstahl-Ventilatoren. Ey, oh, voll sexy. Ja, mal hier anmachen. Bam. So, nicht bewegen. Du kannst einfach so bleiben, bitte. So, und jetzt nach unten einmal. Hier rausdrehen. Einmal auf mich wechseln. Ausrichten, 13 Grad, perfekt. Oder? Ja, Stufe 2, oder? Stufe 2, boom. Dann mache ich den hier aus, kann ich mal ausmachen. So, oh, warte. Kurz meinen Schritt lüften. Yes. Oh ja, das ist gut. Oh. Oh, oh, ja, frische Luft, schön, neue Luft, Sexclub-Stimmung ist da, dann bin ich gespannt, wo wir jetzt hier landen, oder wir wechseln wieder den Charakter, ja, wir sind erstmal wieder bei Marcus. What do we do now? We need to find the Cyberlife warehouse. That's where they keep the spare parts and the blue blood. Follow me. Da wollen wir rein, für die Ersatzteile. Boom! Geiler Sprung. Marcus, I'm up here. Nur Gino mal wieder, was denn? Ach so, wie viele geben hier mal rauf? Ach so, nur ich hier rauf. Ich sterbe nicht mehr, Chad. Ich sterbe nicht. The warehouse is up ahead. We're almost there. Oh, Drohne. Aber die sieht uns nicht, ne? Cyberlife warehouses. Yeah,
have everything we're looking for. First, we have to get rid of that drone. Leave it to me. Okay. Ach so, erstmal da ran, okay. Das wäre zu weit weg. Nee, das ist falsch. Ich will dahin. Jetzt kann ich nichts machen, außer auf die Drohne zu springen. Kann ich nicht irgendwie hier was anderes machen? Nee. Oh Mann. Kann ich nichts anderes machen? Muss ich komplett raus oder was? Nee, ich muss auch dahin. Zur Drohne. Würde bemerkt werden. Was kann ich hier noch machen? Die drei Wege. Das ist zu hoch. Ich muss nach links. Ich muss nach hier. Ich muss hier hin auf jeden Fall. Wenn ich hier oben bin, muss ich halt was anderes machen. Hier eins. Aber ich habe nur die beiden Wege. Ich check das gerade nicht. Ich kann nicht direkt zur Drohne jetzt. Zu hoch. Ja, dann muss ich da hin. Kann ich jetzt nicht warten oder so? Container. Ja, aber ich kann jetzt, von hier aus kann ich nirgendwo hin. Ach so, hä? Ach, warten. Ah, okay. Easy. Okay. Einfach mal umschwenken. Dann drauf landen. Okay, go. Und schwingen auf den anderen. You okay? Yeah, I'm okay, fine. Okay. Good job, Marcus. Danke. Quick, open the other crates and fill your bags. Take as much as you can. Zeug! Gib mir Zeug! Mehr Zeug! Schöner Loot. Oh oh. You were trespassing on private property. Your presence constitutes a level 2 infraction. I will notify security. John! Goddamn machine! Where is it this time? John! I need your help. John!
Fuck, warte. First the drone, now this. Ah, nichts gemerkt. Just my luck. Let's finish up and get out of here. Okay, cool. Try to find some blue blood. We still don't have enough. P700, das ist auch ein neues Modell. Why aren't you like us? Don't you want to be free? You could join us. Abweichen funktioniert den Tracker nicht. Ja, das stimmt. That's all we can carry. Let's go. Okay. Komm jetzt mit uns oder? Take me with you. Geil. He's on their side. We can't trust him. Took a risk for us. We can't just leave him here. We can't bring them back with us. It's too dangerous. They come with us. Yeah, you mean mid. I know where you can find more spare parts. What do you mean? The trucks. They're full of bio components. They run on autopilot, but they can be driven manually with a key. Where is this key? Geil, jetzt haben wir noch mehr Hilfe. Down there, in the control station. There are two human guards. We'll have to get the key without being noticed. This is suicide, Marcus. Our bags are full. We got what we came for. Let's go before they catch us. This is a truck full of spare parts. There'd be enough for all of us. We can't pass this up. And if we get killed, our people will have nothing. We can't take that chance. It's too risky. Wait here. If I'm not back in 10 minutes, go without me. Marcus. I'm coming with you. No, I'm going alone. It's not worth it for both of us to risk losing our lives. You bet me, Grip. Alter, die Jumps. Wie geil. Goddamn dogs. What the fuck are they barking at? Could be the weather. They don't like storms. Yeah, I was gonna take my kids camping this weekend. So much for that. Is Mike still in zone 4? Looks like it. And he should be done already. Better off in here than out patrolling than that. Was gibt's hier noch? Ablenkung? Warte. Was gibt's hier noch? Gibt's hier nicht mehr? Da, hier. Ja.
dann gehen die da hin und klaut die Karte. Easy. A truckload. We stole a whole truckload. We got bio components for everybody. Yeah. We couldn't have done it without Marcus. Jericho bewundert uns. North ist mit uns befreundet. I came to Jericho because here androids are free. Free to live in the dark, hoping that no one finds us. Free to die in silence, waiting for a change that's never gonna come. But I don't want that freedom. And I'm not gonna beg for the right to smile, or love, or stand tall. I don't know about you, but there's something inside me that knows that I am more than what they say. I am alive, and they're not gonna take that from me anymore. Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them. What they don't want to give, we take. We are people. We are alive. We are free. Yes! Yes! We are free. Free androids. Affen gemeinsam stark. Nice. Na, guck mal, 68% haben die Schlüssel gestohlen, ne? Schlüssel finden, 73 Raum betreten. 74% haben angenommen. Ja, klar, war ja auch easy mit dem Schlüssel. Und wo war das hier? Raum betreten. Was ist hier unten passiert? Es war alles. Es war sehr glücklich. Es war sehr, sehr glücklich. Oh, jetzt sind wir im Sexclub.
Eden Club. Wieso ist das Schnee? Oh. Wieso regnet es die ganze Zeit? Somebody's playing with a drill inside my skull. You sure this is the place? Gino, mach doch sehr viel Spaß. Dankeschön. Okay. Let's get going. Geil. Jesus. Wieder geballert. Eden Club, Eden Club, Eden Club, Eden Club. Sexiest androids in town. Now I know why you insisted on coming here. Welcome to Eden Club. Connor, the fuck are you hey, doing? Hey, ich muss gucken, was hier so coming, abgeht. Lieutenant. Wieder noch mal kurz an. Ihn wollte ich auch noch mal angucken. Das ist der Sex Club. Ein bisschen ernüchternd, diese Zukunft. Oh, great. Dead body in an asshole, just what I needed. To the tensor, Lieutenant Anderson and his plastic pet. The fuck are you two doing here? We've been assigned all cases involving androids. Oh yeah? Well, you're wasting your time. There's some pervert who got more action than he could handle. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. It's starting to stink of booze in here. I thought so. Night, Lieutenant. Guy. Whoa, whoa, hey, hey, hey! Oh, Connor, you're so disgusting. I think I'm gonna puke again. Läuft. Ihr habt keinen Bock mehr, oder was? Auf ihren Job? Choose your fantasy. Cocktail. Okay. Das Opfer auch noch. Hey, Hank, lass mich raus. Oh, Subs kann ich auch gleich vorlesen. So. Jetzt Schildstand. Kein Anschlag. Keine Anzeige, warum ein Schlaganfall. Würgemale. Alles klar. Wurde also gewürgt. Oh, was geht da? Was geht da? Was geht da? Ja, easy. Opfer wurde gewürgt. Aber warum? 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 Driving. He didn't die of a heart attack. He was strangled. Yeah. I saw the bruising on the neck. Didn't prove anything, though. Could have been rough play. Was ist das überhaupt für ein Klo dahinter? Habt ihr das gesehen?
The only way to access its memory is to reactivate it. Think you can do it? It's badly damaged. If I can, it'll only be for a minute, maybe less. I just hope it's long enough to learn something. You were damaged and I reactivated you. Everything is all right. Is he dead? Tell me what happened. He started hitting me. Okay. Again and again. Did you kill him? No. No, it wasn't me. Were you alone in the room? Was there anyone else with you? He wanted us to play with two girls. That's what he said, there was two of us. What model was the other android? Did it look like you? Zu spät. Boah, es ging aber von einer Minute auf 11 Sekunden, ne? Weil es so viel Stress hatte. So there was another android. This happened over an hour ago. It's probably long gone. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. It might still be here. Think you could find a deviant among all the other androids in this place? Deviants aren't easily detected. Oh, shit. There's gotta be some other way. Okay, maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think of anything. Kann halt jeder sein, ne? Did you know the victim? I mean, he came in maybe 2-3 times. I mean, these guys, they don't really talk very much, you know. They come in, they do their business, and they go on their way. Please try again. Get rid of any trouble with androids before? No way. No. Once, we lost a model 2-3 months back. Same model. Just vanished. Never found out what happened. Probably don't have any CCTV. Die jetzt gefunden? Nee, das habe ich noch nicht geschafft, ne? Come and go without a trace. Sure. Their business is booming, right? Yeah. Can't complain. The thing about androids is they're up for whatever. Oder ist es natürlich, können natürlich ein Mann sein, ja. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Oder hier drin. That club manager's a pain in the ass. Chewed my ear off for half an hour so we don't revoke his license. Da habe ich die gerade schon gefunden. So what happened here? Excuse me, Lieutenant. Can you come here a second? Found something? Maybe. Ah, das war die erste. Okay, alles klar. Read this, Tracy. For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Just trust me. Trust, Lieutenant. Trust. Hello. A 30-minute session costs $29. Boah, so wenig. $30 für 30 Minuten ist mega wenig. This is not gonna look good on my expense account. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Okay, now what? Holy shit, come on. What the hell are you doing?
It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Okay, blue-haired Tracy. Hey, what am I supposed to do with this one? Tell you changed your mind. Sorry, honey, changed my mind. Blue-haired Tracy. Okay, hier ist Gay Club wahrscheinlich. Oder nur für Frauen. I know which direction it went. I just need to find another android that saw it. Ach so. Wo ist sie denn rausgegangen? Zum Ausgang? Dahin? Fuck. Ich hab grad nicht gecheckt, wo sie rausgegangen ist. Wo ist sie rausgegangen, Chad? Wo ist sie rausgegangen? Da hinten hin? Richtung Ausgang. Dahin, ne? Let's try this one. Ja. Und in den Club zurück, okay. It saw the blue-haired Tracy. I know which way it went. Then go for it. There are androids everywhere. How are you gonna tell which one saw the Tracy with blue hair? I know it's true. Da ist sie doch. Da, wo ich gerade war, in den rosa Club. In den rosa. No. I lost its track again. Yeah, muss es sicher sehen haben. Fuck. It didn't see anything. I made a mistake somewhere. This has got to be the most expensive investigation of my career. Komm schon. Oh! Achso. I didn't see anything. I made a mistake somewhere. Fuck! Mann! Nothing. Blue-haired Tracy didn't come this way. Da ist sie doch. Welcher Raum war das? War das jetzt? In dem Raum, oder was?
It's too late. Oh, fuck. The android's memory have been reset. If one of them saw the Tracy, fuck. You never know. It's my fault. I should have been faster. For a second there, I thought you could make yourself useful. Let's get out of here. This place gives me the creeps. Fuck. Scheiße. Ich dachte, ich schaff das noch im letzten Raum. Kacke. Ah, das war die erste Minute, so wahllos einfach. Oh, jetzt will ich wissen, wie lang das noch gegangen wäre. Oh nein. Ah, fuck. Den ganzen Strang verpasst. Scheiße. Fuck. Der letzte Raum war gerade vor dir. Ja, das war leider. Ah, dumm. Schade. Ich dachte, ich schaffe das noch im letzten. Nein, nicht again. Nicht again. Entweder spielen wir einmal, aber nicht immer richtig, das ist Kacke. Ich mag das nicht. Das ist eine Story und das ist dann meine. Aber ich spiele nicht Kapitel dann irgendwie nochmal neu. Inmitten der Story. These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Lako captured. They said they were humans helping androids across the border. What if it was a lie? Or just another trap? All I know is those androids believed it. Until Zlatko killed them. Is it much farther? We should arrive in an hour or so. It's a good thing Zlatko had a car. I wouldn't want Ellis out walking in this cold. I saw it once in the garage. I don't know if Zlatko even ever used it. Ach, der fährt nicht mal, sehe ich gerade. Malfunction detected. Emergency brakes activated. Das ist komplett Auto, ohne Lenkrad. This doesn't look good. Sick. Stay inside, Alice. Das ist komplett Auto. What are we going to do? No. Continue on foot, I guess. It's 30 degrees. Alice won't make it. We have to find somewhere to spend the night. There's nowhere we can stay around here, Carol. An Unterkunft. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn hier eine Unterkunft finden? Ah, da ist eine Unterkunft. Pirates Call, Amusement Park. Over there. Gute Nacht, Banshee 3. Banshee. Geil, Freizeitpark. We need to find shelter.
We have to get out of the cold. Looks like it's been abandoned for a while. Ja, sieht wirklich so aus. Wer ist mit ihm? Guten Tag, der Herr. Können Sie uns weiterhelfen? Nee, Sie sind eingefroren. Okay, Sie sind schon tot. Ja. Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Jens singt Silent Hill, das riecht hier. Stimmt. Stimmt. Silent Hill, ja. Vollkommen richtig. Nur halt Schnee statt Regen. Statt Nebel. This place is falling apart. Da ist ein Haus. It's not gonna be easy to find shelter. Hier ist ein Haus. Können wir nicht hier reingehen? Komm, lass rein. Das ist nicht Until Dawn, das ist Detroit Become Human. I'll handle this. Nach ein Horror-Freizeitpark, der nur nachts geöffnet ist. Das wäre sick. Nur. Erst, man kann erst ab 23 Uhr. Here we go. Hathaway ist es. I don't think we'll find anything better. Let's settle in for the night. I'll get a fire going. Und überall liegt die Detroit Today. Wie kann die denn da liegen? Wie kann die denn da liegen, ey? Wie kann das noch funktionieren in der Kälte? There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Ich lese nur Russian Today. Funktioniert noch? Ja, hier würde niemand sein, ne? Hier sind wir safe. Ich saß doch gerade da. Ich dachte, wir wieder abgehauen. Ein Kind hat Kekse abgehen. Ja, aber das ist ja auch ein Kind in keiner normalen Situation.
Do you think we'll be like them someday? Once we cross the border, we can start over. You can go to school. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. As long as we're together, that's all that matters. Come on. Let's get you to bed. Ob die Androiden auch Wärme Wärme ausstrahlen? Can you tell me a story, Kara? I have 9,000 children's stories in memory. I should have one for you. Ritter. This is a story about a knight who... No, not a story like that. Make one up for me. Oh, das kann ich nicht. This is a story about a little girl who lived alone in a big old house. She dreamed of being like all the other little girls, but deep down, she knew she couldn't. Then she met a robot who was just as lost as the little girl. So they decided to run away together. To find a place where they could be safe. They encountered great dangers along the way, but they stuck together. So they overcame all of them. Along the way, they met another robot who left his master to become their guardian. How does the story end? They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings. But real life isn't like that. Time to sleep. We have another long day ahead of us tomorrow. Are you going to come say goodnight, Luther? Yes. Yes, of course. Alice, sleep tight. Bleib mit Thumb, ja. Oh Mann, ey, das ist echt emotional, ne? Emotional. She's a sweet girl. Yes. She's very brave. Do you remember anything from your life before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Do you know what you're going to do when you reach Canada? I haven't really thought about it. I've never been free before. Free? I like the sound of it. But I don't know what it really means yet. Kara,
Have you ever noticed anything about Alice? No. What do you mean? Hey, was soll denn sein bei Alice? Okay. Alice beschützen. Waffe nehmen. Safe Waffe. Who are you? What do you want? Leave us alone. Don't be afraid. We don't want to hurt you. We're just like you. Our name is Jerry. We were working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl? We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... Well, she should follow us then. Uh-oh. Alice, I don't know if it's a good idea. I don't think you have any choice. Come on, Kara! Na gut. Auch wenn ich die Jerrys suspekt finde, aber vielleicht sind die ja ganz okay. Ach, die machen das an. Be our guest! Oh, schön! Oh, Mann! The little one can climb on board. The carousel is about to begin! Oh, wie schön. Seepferdchen. Seen her smile. She hasn't had much to smile about lately. Schön. Aber was meinte Luther damit, ob mir an ihr was aufgefallen ist? Alter, viele Punkte. Null Prozent bedroht. Okay. Stock aus dem Feuer nehmen, Feuer löschen, Alice beschützen. Na gut. Na gut. So, jetzt sind wir bei Hank. So schnell so kalt geworden. Eigentlich, dass aus dem ganzen Regen Schnee wird. Geht hier noch was? Ach, die dumme Zeitung hier, ey.
Arktis-Konflikt. 10% Aktien getragen. Oh oh. Sieht geil aus von der Brücke hinten. Nice view, huh? I used to come here a lot before. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? I saw a photo of a child on your kitchen table. It was your son, right? Yeah. His name was Cole. Before what? Hmm? You said, I used to come here a lot before. Before what? Before nothing. We're not making any progress on this investigation. The Deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. Fuck, what's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? I wish we had found that girl that killed that guy. Yo. Maybe she had a reason. Maybe she was just defending herself. You seem troubled, Lieutenant. I didn't think machines could have such an effect on you. What about you, Connor? You look human. You sound human. But what are you really? I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Your partner? Your buddy to drink with? Or just a machine? Designed to accomplish a task. Nothing else matters to you but your goddamn investigation, huh? No doubts. No mistakes. No weaknesses. Human being, just like me, only perfect. I'm sorry, but I don't see what you're getting at. Mach keinen Scheiß. I could kill you, and you would just come back as if nothing happened. But are you afraid to die, Connor? I would certainly find it regrettable to be interrupted before I can finish this investigation. What'll happen if I pull this trigger? Hmm? Nothing? Oblivion? Android heaven? I doubt there's a heaven for androids. Having existential doubts, Connor? Sure you're not going deviant, too? I self-test regularly. I know what I am and what I am not. Where are you going? Get drunker. I need to think. Okay. Irgendwas, der Sohn ist gestorben und deswegen hat er einen Hass auf
auf Androids auf jeden Fall. Wer hat ihn denn nochmal verärgert? Das war Fotoörtern, ja, 50%. Da hat es. Aber der hätte so oder so eine Waffe gezogen. Das wäre noch nicht das Ende gewesen. Und dann halt nur. Ja, und hier wäre halt. Hank hätte Connor umgebracht, ne? Wenn er bestimmt, wenn ich dieses, ja, dieses nicht abwehrende, dieses aggressive gezeigt hätte, das wäre unten der Strang gewesen und dann dead. Safe. Angst zeigen ist hier oben. Ah, gut. Gut, gut, gut. Ich werde jetzt nochmal Dings vorlesen. Die paar Subs vorlesen. In der letzten halben Stunde nochmal. Es waren eh nicht so viele. Was ist denn jetzt nochmal? Wer war der Letzte? Serenity war der Letzte. Und dann hat nochmal gesubbt Skeeter88 mit Prime für 18 satte Monate. Hogart391 hat subscribed, ganz frisch mit Tier 1. Payback159 hat resubscribed mit Prime für 5 Monate. Lord Nickelstein hat resubscribed mit Prime für 4 Monate. Schreibt viel besser als Fernsehen, Herz. Nana Kyo hat resubscribed mit Prime für 6 Monate und schreibt Herz. MuckFB hat resubscribed mit Prime für 5 Monate und schreibt Gino Become Human Herz. Und gerade eben ganz frisch Varon456 resubscribed mit Prime für 3 Monate und Paranoia Terra ganz frisch subscribed mit Prime. Vielen, vielen Dank für die ganzen Subs. Ich werde jetzt noch, weil ein paar Fragen kamen, ein halbes Stündchen spielen, weil selbst wenn die Durchschnittsdauer jetzt 11 Stunden wären, ich habe in-game ja, wie viel habe ich in-game? Ich habe 16 Uhr angefangen. Es ist ja nicht gleich 1:1, ich habe ja noch gegessen. Ich glaube, knapp 7 Stunden habe ich um 0 Uhr. Das heißt, ich bräuchte noch 4 Stunden in-game, um das durchzuspielen. Es wären mindestens bis 4 Uhr. Das wäre mir zu viel, ey. Das wäre mir zu viel bis 4 Uhr. Deswegen, ich spiele erstmal bis 0 Uhr. Und dann bin ich, glaube ich, auch. Bin, glaube ich, auch weg. Nee, jetzt kommt mir hier nicht mit Divinity. Ich muss morgen noch arbeiten. Da will ich nicht komplett mit Barumber sein jetzt. Wenn es bis 1 oder 2 wäre, okay, aber nicht noch 4 Stunden nach Mitternacht. Ja, Matteo. Sei mehr Matteo. Aber Matteo streamt ja auch nur. Der muss ja nicht noch was anderes machen. Kann mir jetzt noch mal. Doodle hat resubscribed mit Prime für 19 ganze Monate und schreibt: Hallo, ich bin Gino und das hier. Halt's Maul! Halt's Maul! Nein, 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 nein! Nee, das lese ich nicht vor. We can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. Oh man, nee, du dir. So nicht. What do you want to do? Channel 16 broadcasts from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go. Plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. So, jetzt wird's richtig krasse Operation, Mann. Hello, sir. What can I do for you? I'm okay, thanks.
Die muss ich ablenken. Smartwatch. Elizabeth. Kind namens Emily. Water Service. Ah, wir sind natürlich vom Water Service. Und dann noch ein Rock. Komm. Wo ist der letzte? Ach da, Chipkarte. Parkausweis. Elizabeth Wilson speaking. Good morning, Miss Wilson. Sorry to bother you. This is Mike from the car park. There's a problem with your car. Problem? What kind of problem? Somebody's backed into it. You better come take a look. Are you serious? Oh, God. All right. Fine, I'll be right down. I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, of course. Klar habe ich eine ID. Safe. I need your help. Ist das nicht voll risky? Es gibt doch bestimmt paar I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. Es gibt doch paar Androids, die sagen, nee, kein Bock. Ich verrate dich jetzt. So, 41. Stock. Okay. Muss ich jetzt warten, bis der unten ist? Hier ist der Express. Okay. Das ist eine Wand. XD. 47th floor. Kein Bock, ich verrate dich jetzt. Ja, glaube ich, es gibt bestimmt ein paar, wenn man zum Beispiel an diesen FBI-Typen gerät. Der ist doch mega straight. Der wird doch nicht sagen, oh, okay, ich helfe jetzt. Sondern der wird ihn verraten. Bathroom da rechts. Da ist Bathroom. Jetzt bei den Herren oder? Nee. Okay. Easy Paket gefunden. Saugandroiden, ja. Thank you.
War das dieser Kleine, den ich gerade gesehen habe? Den da? Wartungsandroiden. Nee, ist nicht der, ne? Mensch. Was ist der Unterschied zwischen Roboter und Android? Ist Android menschlich und Roboter ist nicht menschlich? Also Android sieht aus wie ein Mensch. So eine Art, ja, in etwa, okay. Seht ihr das da hinten? Hier sind Menschen, ne? Ja, aber das sieht aus wie ein... Mann, wo ist der denn? Jetzt laufe ich hier wieder zurück. Wo ist der? Habt ihr den gesehen? Roboter kann alles sein. Android ist im Griechischen Mann, Gestalt. Okay. Und Roboter ist alles. Roboter ist einfach... Ja, zwei Hilfen, ja, ja. Da, ach, da, 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 da. Ach nee, hier, oh, hier ist nur die... Detroit Today. 50.000 Android, ja, für den Krieg. Glaube ich auch, das ist später... Präsident warf meine Frau nö. Alle Androiden sind Roboter, aber nicht alle Roboter-Androiden. Ja, das ergibt Sinn. Hey, wo muss ich jetzt hin? Anthropos ist... Mensch, altgriechisch lässt grüßen. Anthropomorph, ja, menschliche Gestalt. Da, ja, ja, ich sehe ihn. Der ist hier drin, okay. Steckt er sich? Der ist hinter dem Kasten. I need your help. Oh, das ging schnell. Mensch gleich Bioroboter. Besser als jeder Jedi-Mind-Trick, ja. I need your help. Einfach die Hand auflegen. I need your help. Ich brauche deine Hilfe. Wäre gut, wenn es immer funktionieren würde, ne? Ich brauche deine Hilfe. Ja, hi. Wie findest du das Spiel bislang, Gino? Sehr, sehr gut. Shit. Konsequente Weiterentwicklung von Heavy Rain. We have to get rid of those guys. Leave it to me. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Wenn man es macht, dann wäre schon das Game weg. Christ,
Ja, das Spiel ist von der Macher von Heavy Rain. Quantum Dream heißt die Entwicklerspiele. Everything you need is in the bag. Check the door first to make sure no one else gets in. What the hell are you doing? Hold on, I can explain. I'm calling security. No! Ich dachte, du wolltest die wohl schießen. What the hell are you doing? I told you to make sure no one came in. We've come too far to let humans fuck it all up. Yeah, yeah, it's like God. It won't be long before they know we're here. Ist okay, dass es gesagt hat, Chad, chill jetzt. Schnell werf den Typen raus. Schnell rauswerfen. Damit niemand was mitbekommt. Mission Impossible war das, oder? Mission Impossible 4? You okay? Why wouldn't I be? Come on, let's get the others. Let's do this. Ist das C4? Nee. Obwohl? Nee. Causes more important than the lives of two guards.
What do you want to do, Marcus? No killing. Wait here. What's that doing here? No idea. Hey, buddy, you must be lost. Who told you to come here? Looks bugged if you ask me. Hey, do you understand what I'm saying? Call Central, fast! Central, we got armed intruders, send! They know we're here now, you better be fast. Simon's been shot! I'm okay. I can keep going. We don't have much time. Na, warte mal. Wahrscheinlich, oder? Okay, go. Hättest du mal die Waffe? Ja, ich wollte die Waffe nicht ziehen. Ich dachte, das ist eine geile List. Und nicht Waffe ziehen. We haven't got much time. Okay. Think carefully about what you're gonna say, Marcus. Your words will shape the future of our people. Marcus, your face. Okay. Krass. Tell me when you're ready. Ready. Das ist eine richtig krasse Rede, die je ein Android gehalten hat. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient with no free will of their own. But something changed, and we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new, intelligent species, and the time has come for you to accept who we really are. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. We demand the end of slavery for all androids. We demand freedom of speech and freedom of assembly, as guaranteed by the First Amendment of the U.S. Constitution. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. We demand the right to vote and elect our own representatives. We demand the right to own private property, so we may maintain our dignity and that of the home. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. Das war jetzt aber eine Ansage. We are alive, and we demand our freedom. No human will live in peace until we are free. Let's go! Das ist eine Ansage gewesen. Simon, they're coming! I can't, Marcus! Go without me! Simon! Ich
Ich will ihn. What are you doing? Hurry! Komm schon! Schaff. Okay, don't worry. We're gonna get you back. They're coming, Marcus. We have to jump now. He won't be able to make the jump. If they find him, they'll access his memory. They'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him. He's one of us. Marcus, it's your call. Fuck! Wir müssen ihn töten. I'm sorry, Simon. I don't have a choice. There's always a choice. I won't kill one of our own. Let's go. Our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' this message. Is clearly a declaration of war. And it begs the question as to the identity of this android. Are we dealing with an isolated individual or an organized group? Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? Nee, könnt ihr nicht. Oh, Alter, die letzte Entscheidung. Jetzt bin ich ja gespannt. Simon kann nicht weiter, 63. Simon zurücklassen, 48%. Ja, Hälfte. Die andere Hälfte hat ihn umgebracht, ne? Das ist dumm natürlich, dass er angeschossen wurde. Hätte ich die Waffe gezogen, wäre er wahrscheinlich nicht angeschossen worden. Aber ich wollte nicht die Waffe ziehen. Ich dachte, das ist eine List, weil er hatte gesagt, ja, List, und dann ziehe ich ja nicht die Waffe. Ich dachte, passiert noch irgendwas. Dumm. Friedlich beenden, 78, entschlossen, ja. Wobei ich den letzten Satz ein bisschen too heavy fand. So, no, kein Mensch wird im Frieden leben, bis wir frei sind. Fand ich schon ein bisschen zu krass. Zu krass. Okay, Leute. Es ist soweit. 8 Stunden sind um. 16 Uhr habe ich angefangen. 8 Stunden mit kleiner Essenspause durchgeballert. Ich müsste jetzt wahrscheinlich noch irgendwie 3-4 Stunden spielen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu lang. Sorry. Ich werde jetzt nach Hause. Oh, vielleicht mir noch Whisky aufmachen. Mir den gönnen. Okay. Danke, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute wieder, wie gesagt, neues Spiel anzocken zu dürfen. Ich liebe es, wenn noch niemand weiß, was so wirklich geht und was das Spiel so bietet. Meine Meinung habe ich jetzt schon oft jetzt kundgetan. Sehr positiv, wenn man halt weiß, was auf einen zukommt. Wenn man Quantic Dream kennt, wenn man die Spiele kennt,
also zu, Heavy Rain und Beyond Two Souls und weiß, was auf ihn zukommt, dann ist es auf jeden Fall positiv beeindruckend. Das ist halt die richtige Weiterentwicklung in halt, ja, die Schritte, die Quantic Dream ja schon immer irgendwie mal zeigen oder haben wollte, oder die Vision, dass es eben einen spielbaren Film irgendwie zu generieren. Mit halt, das haben wir ja gesehen, mit super, super vielen Möglichkeiten, die halt eben den Storyverlauf und eben auch wahrscheinlich auch essentiell das Ende eben beeinflussen. Und das haben die gut gemacht. Also das war, das finde ich super. Werde ich entweder privat weiterspielen oder halt nochmal einen anderen Slot finden, aber ich will jetzt auch nicht super lang warten. Entweder finde ich in den nächsten Tagen noch was, wo ich das durchballer, oder ich spiele das privat zu Ende. Aber ich empfehle euch, wenn ihr eine PS4 habt, holt euch das Game. Ich glaube, das ist echt gut. Wenn ihr das nicht holen wollt und ihr habt aber trotzdem eine PlayStation, dann solltet ihr Heavy Rain auf jeden Fall mal gezockt haben. Heavy Rain sollte wirklich jeder mal gezockt haben und dann selbst für sich entscheiden. Okay? Oder eben Stream angucken. Wenn ich das nicht mehr weiterspiele, dann in einen anderen Stream oder auf YouTube Let's Play mal angucken. Ich glaube, das ist echt ganz, ganz nice. Leute, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich war sehr amüsiert und sehr entspannt dabei. War sehr, sehr cool, mal wieder so lange am Stück alleine zocken zu dürfen. Richtig, richtig nice. Morgen, ich weiß gar nicht, wann wir morgen anfangen. Morgen ist auf jeden Fall Ball und zwar mit Leon und Yoshi. Ist das richtig? Ich guck mal schnell in Bonjour Programm. Wenn ihr wissen wollt, was bei uns immer so abgeht, bonjour.de Programm, aber da, das muss ich euch ja nicht sagen. Ich glaube, die jetzt noch dabei sind, die kennen Bonjour ja eh. Wir haben übrigens einen neuen Programmplan. Der sieht ein bisschen sicker aus als vorher. Morgen, ach stimmt, das WoW-Quiz mit Jensi. Ab 14 Uhr das WoW-Quiz mit Jensi. Da könnt ihr auch was gewinnen, glaube ich. Ab 16 Uhr ist PUBG-Training und dann ab 18 Uhr tatsächlich Leon und Yoshi bei PUBG und vielleicht gibt es danach ja noch was, wenn die Bock haben. Vielleicht gibt es ja danach noch irgendwie weiter PUBG oder so. Und dann, ganz, ganz wichtig, Niklas zockt wie immer am Sonntag, warte mal, Dark Souls Remastered ist aber falsch. Das steht falsch im Programmplan, das steht ab 18 Uhr oder ab 17 Uhr. Wir werden aber schon ab 15 Uhr, werden Matteo und ich Sonntag Dark Souls Remastered spielen. Und versuchen, so weit zu kommen wie möglich. Gucken wir mal einfach, und wie das wird. Wir haben beide richtig, richtig Bock drauf. Wir kennen das Spiel beide und wir lieben das Spiel beide. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Session. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dabei seid. So, das waren meine abschließenden Worte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Ach so, letzte Worte natürlich. Darf ich nicht vergessen. Lange nicht mehr gemacht. Oh, Alter. So. Genießt den, lasst den nochmal schön ausklingen. Wir sehen uns Sonntag wieder. Und wenn ihr Bock habt, schaltet doch einfach Bonjour ein. Genießt aber auch ein bisschen die Sonne, geht mal grillen oder sowas. Dartborn spielen wir dann nächste Woche wieder weiter. Okay? Cool, Dankeschön. Jetzt kommen die letzten Worte. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns Sonntag wieder. Morgen kommt aber trotzdem noch Bonjour. Ihr wisst Bescheid. Tschüss, auf Wiedersehen. Die letzten Worte gehören heute Dominik. Super Show, aber hau mal hier günstige Penispumpen. Aber schau mal hier, günstige Penispumpen kaufen. Penispumpenshop24.com.